So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Mit diesem wunderschönen Geräusch geht's doch gleich schon mal gut los, oder nicht? Naja, wir sind beim letzten Mal in Professor Giros Labor eingebrochen, reingegangen, reingestolpert, gedrängt worden von einer inneren Gewalt, nämlich meinem Entdeckungswillen. Und diesen Satz kann ich nicht mehr sinnvoll zu Ende führen, deswegen werde ich ihn an dieser Stelle abbrechen. Naja, wir fangen auf jeden Fall, oder wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, was denn da vorgeht, um es mit Finas Worten zu sagen. Eine Art Alarm, glaube ich. Womöglich sind wir hier nicht willkommen. Ach, was? Wirklich? Diese Typen sehen ganz besonders fies aus. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun und ihnen als Gruppe begegnen. Oh Gott. Sehe ich auch so. Kuro entscheidet die Strategie, wir übernehmen den Rest. Aktivzeitkampfmodus. Etwas, Charlie, was? Was, was, was? Was, 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 was? Was habe ich jetzt getan? Hilfe! Nein, das geht mir zu schnell! Ja, greif einfach irgendwas an! Greif einfach alle irgendwas an! Hilfe, ich bin zu langsam! Oh Gott, das wird, Bart, stürmen, was auch immer stürmen macht. Was macht stürmen? Ich hab doch keine Ahnung. Magie? Frostrüstung, Schub. Auf Fina? Warum? Was bringt das jetzt? Schlitzer. Schlitz. Ja, okay. Da muss man sich kurz dran gewöhnen. Vor allem, wenn man mit so einem Kampfsystem normalerweise eher weniger vertraut ist. Ihr habt 15 XP. Ihr habt 3 Gold gefunden. Ich glaube, diese Metallkreaturen haben unsere Anwesenheit bemerkt, als wir auf das Gitter getreten sind. Passt auf, wo ihr hinlauft. Ja, wir müssen ja nochmal darüber jetzt. Nach da hinten will ich auf jeden Fall mal. Also das Gitter werde ich ignorieren. Da flackert's wieder. Hier vorbei. Dieses Bett ist schon seit langem leer. Ja, die sind doch alle schon lange leer. Das funktioniert nicht. Achso, die Dinger kann ich ja kaputt machen. Da war ja was. So, was ist in der Truhe? Darf ich raten? Grüne Pampe. Na dran, Oricon-Erz. Wann werden wir wohl denn dazu kommen, das mal zu verwenden? Ich weiß es nicht. Hoffentlich bald. Okay. Da ist ein großes, großes Gitter. An diesem Gitter kommen wir auf keinen Fall vorbei. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Huch. Okay, zuerst den fetten. Ach, Moment, wir können auch sowas in die Combo machen. Nein, jetzt nicht mehr. Warten. Warten. Weiter warten. Sehr schön. So wünscht man sich das. Und tot. Hier mal Magie, was macht denn die Frostrüstung? Also, die schützt uns einfach. Überraschung. Moment. So. Das sollte erledigt sein. 20 XP, 8 BWS, 3 Gold. Es kommen noch mehr. Ach du Heilige. Warum? Okay, noch eine Combo. Auf den Fetten da und du die Frostrüstung. Dann packen Kuro und Fina gleich die nächste Combo aus. Auf den da oben. Und du haust nochmal eine Frostrüstung raus, weil, keine Ahnung, vielleicht bringt's was. Moment, was? Das hat er nicht weggehauen diesmal. Hab ich das verpasst? Ah, jetzt aber. Geht doch. Was hast du eigentlich an Magie? Verwirrung. Heilen. Heilen ist gut. Wir heilen mal Velvet.
Kurodorf. Achso, das war Valdad. Ups, falsche Reihenfolge. Dann darfst du mal Kuro heilen. Kuro darf mal eine Kombo raushauen, weil das kann. Das ist immer die beste Begründung, weil er es kann. Fina darf sich einfach nochmal selbst heilen. Und dann dürfen die mal so draufhauen. Es reicht nicht. Verdammt. Na komm schon. Weg damit jetzt. Geht doch. Magie, Verwirrung. Achso, das geht auf alle. So, hau du noch eine Frostrüstung raus. Das ist zwar völlig unnötig jetzt, aber egal. Ich hätte dann gleich noch eine Combo. So, weg damit. 35 XP und 5 Gold. Wir müssen einen Weg finden, diese Gitter unschädlich zu machen. Gegen all diese Kreaturen haben wir keine Chance. Da hat sie recht. Vermutlich. Was? Truhe. Sicherheit 1 deaktiviert. Das war leicht. Das war falsch. Verdammt. Ja, Velvet. Nicht so schnell. So, jetzt heißt es warten. Na gut, den kriege ich gleich auch noch so weggehauen. Mit 3 Einzelangriffen. Achso, oder mit einem von Kuro. Och nö. Ich hab doch grad. Ja. Also Kuro, dann greif du mal den an. Fina darf mal Velvet heilen. Und Velvet setzt mal Schub auf Kuro ein. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ah ja, Kuro kann jetzt schneller angreifen. Ui. Und Schaden macht er auch nicht schlecht. Okay, ich verstehe. Verwirrung geht jetzt auf alle, oder? Jawohl. Ach so, ich verstehe. Es geht zwar auf alle, es bringt aber nicht bei allen was. Na, hau einfach drauf jetzt. Okay, das war offensichtlich nicht Sicherheitsstufe 1. Ja. Aber jetzt nochmal. Hier habe ich doch gerade. Achso, oder muss ich vielleicht alle davon erwischen? Kann natürlich auch sein. Was Fehler? Letztes Sicherheitssystem ist noch online. Sicherheit 2 deaktiviert. Ah, Sicherheit 3 deaktiviert. Und da oben. 4 und. Nein, was? Moment. Wo? Ach, da hinten. Im letzten Eck natürlich. 5, jetzt aber. Geht doch. Sicherheitssystem offline für Labore 16 und 32. Kann ich jetzt? Ich kann, sehr schön. Dann lass mich mal an die Truhe. Ein Stern. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Mehr gibt's ja aktuell nichts zu tun. Achso, da geht's einfach durch. Lecker Schleim. Okay, einmal speichern.
Und dann kommt der nächste 5-Stunden-Dialog. 14. Juli 1949. Wie erwartet ist Subjekt X erschienen. Sie ist noch ein kleines Mädchen, doch schon jetzt verfügt sie über phänomenale Kräfte. Ich konnte sie gefangen nehmen, aber vernichten konnte ich sie nicht. Ich habe den Prozess der Energieextraktion eingeleitet. Das sollte sie schwächen. Ende der Aufzeichnung. Was? Jetzt bin ich verwirrt. Also wirklich, Buch? Hä, was ist da los? Wie sollten wir hier im Dunkeln klarkommen? Hey, das Licht ist wieder an. Ich kann nur hoffen, dass es nicht mehr lange so weitergeht. Ja, das könnte etwas unbequem werden. Los, suchen wir den Generator, um den Fehler zu beheben. Naja, ist ja jetzt nicht so, als wäre man völlig schutzlos hier im Dunkeln. Ich nehme das wieder zurück. Kuro. Kuro macht am meisten Schaden. Oh Gott. Fina frisst am meisten Schaden. Na komm, weg damit. Was? Ach, im Dunkeln treffen die nicht. Geht doch. 45 XP, das ist nicht schlecht. Also im Vergleich zu den... Na gut, so viel mehr hatte wie davor ist es jetzt auch nicht. Nein, warum? Verflucht. Ich muss Fina heilen. Dringend. Fina, heil dich. Velvet, hau eine Frostrüstung raus. Und Kuro darf einfach angreifen. So, du jetzt auch. Also, ein Schub auf Kuro. Ach, verflucht. Wieder vergessen. Mist, ich sollte wirklich dran denken. Magie? Heilen? Wen kann ich heilen? Velvet braucht eine Heilung. Also jetzt hätte ich einen Kombo-Angriff machen können. Naja. Ich hau nochmal eine Frostrüstung raus, weil ich's kann. Verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Jetzt aber... Nein! Warum? Arg! Ich fühle mich langsam verarscht. Also gut, es wird jetzt wieder dunkel. Jetzt aber, geht doch. Hat ja auch zum Glück nur eine halbe Ewigkeit gedauert. So heilen kann ich mich wenigstens auch im Dunkeln. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe natürlich keine Ahnung in Wahrheit. Combo. Also warten. Warten. Combo. Na also, geht doch. 45 XP, 3 Gold. Was? 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 Okay, einer weg. Fina haut mal eine Verwirrung raus. Trifft jetzt natürlich nicht. Überraschung. Doch, immerhin. Du haust mal Schub auf Kuro. Kuro raus. Danke. Wehe, du triffst nicht. Geht doch. So, der greift dann nochmal irgendwas an. Der greift nochmal irgendwas an. Sehr schön. Na komm schon. Fina muss sich ganz dringend... Nein, muss ganz dringend Kuro heilen. Und Kuro greift dann wieder irgendwas an. Velvet hinterher.
Bringt nichts, schade. So, jetzt weg damit. Sehr schön, gerade noch so getroffen. Fina heilt sich selbst. Velvet wartet ab und greift dann an. Sehr schön. Und ja, doch, Kuro greift auch mal irgendwas an. Nochmal. Reicht nicht. Schade. Fina heilt Velvet. Kuro. Verdammt, hat zu früh angegriffen. Jetzt aber. So, und den habe ich jetzt voll weg. Wobei. Ja, doch. Ne, halt, andererseits kann ich ja jetzt nochmal Kuro heilen. Ich habe aber jetzt nicht Kuro geheilt, weil ich blöd bin. Erklärt sich doch von selbst, oder nicht? Ich denke schon. So, jetzt aber. Darf ich jetzt da rüber oder gehe ich dann direkt wieder auf mich los? Ich warte mal, bis es dunkel wird. Diese Maschine wurde häufiger benutzt als die anderen. Vielleicht können wir etwas Nützliches entlocken. Achso, das war egal. Ich werde sehen, was ich mal tun kann. Diese Maschine macht mir keine Angst. Nur noch ein bisschen. Da, geschafft. Diese Maschine wurde offenbar für Wow benutzt. Ich meine für WoW. Aua. Aber was bitte ist WoW? Da fragt ihr was. Schlimm. Achso, halt, darf ich weiter? Ich darf scheinbar. Also die Viecher kommen da wohl auch noch einmal raus. Vorsicht, Gefahrenbereich. Betreten des Bereichs hinter dem Gitter verboten. Da muss ich nachher hin. Huch, Moment, da ist ja was drin. Gah! Was zum Henker ist das denn? Oh, egal, es ist tot. Plötzlich spüre ich ganz seltsame Schmerzen im Bauch. Ich erkenne dieses etwas gerade nicht. Aber ich vermute mal, das war wieder eine Anspielung. Nächstes Mal muss ich mein CC-Werkzeug mitbringen. Ich wüsste nur zu gern, was es mit diesen entzückenden Kreaturen auf sich hat. Ein paar Kreaturen haben offenbar versucht, diesen Computer mit ihren Klauen zu bedienen. Das wird vermutlich schwierig. Oh, da ist ein Schalter. Ah, 1 von 15... 15, genau. 1 von 5 Steuerelementen aktiviert. Was? Auch schon wieder. Wirklich jetzt. Warum? Es dauert zum Glück nur eine halbe Ewigkeit. Jetzt hau raus. Verdammt. Nein, das war falsch. Ja, das bringt doch alles nichts. Das war doch doof. Na, immerhin sind sie jetzt alle verwirrt. Eis? Okay. Verdammt. Ach, oh, ah. Ich verstehe. Na komm schon, er heilt meinen Einer. Moment, das machen wir Fina auch mal. Nein! Verdammt. Schlitzer. Ach so. Nein! Oh, okay, es trifft trotzdem. Glück gehabt. Nein, verdammt. Ich vergesse es einfach immer wieder. Ich denke nicht dran. Gerade noch so. Okay. Jetzt sagt nicht, dass nochmal welche kommen. Danke. Immerhin. Aber ich weiß, dass. Also ich weiß nicht, aber ich wette, dass hier nochmal. Sag ich ja. Ja, greif mal an. Okay, das dürfte jetzt nützlich sein. Vorausgesetzt, sie treffen natürlich. Ah, sehr schön. Jawohl. Hätte ich das früher bemerkt, wie das funktioniert. Naja.
Huch, oh, ich muss dringend Kuro heilen. Kuro, danke. Verdammt. Warum habe ich das jetzt schon wieder? Ich bin doch so doof. Nein, na, oh. Na also. Sophina darf ganz dringend Velvet heilen. Die dann angreifen darf. Genauso wie Kuro. Der daneben greift. Angreift. Der daneben greift, hm, sicher. Naja, dann darf Fina sie wenigstens nochmal selbst heilen. Oh, weg. Okay. 60 XP. Na gut. Oh, 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 was ist das da unten denn? Moment, das erinnert mich jetzt an was. Na, aber gut, ich werde das mal beim nächsten Mal überprüfen, denn die Folge ist schon wieder rum. Wir sehen uns nämlich dann wieder. Bis dahin. Tschüss.